ihr Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Und zwar geht es in dem Video um diese Wassermelonentasche. Das ist nämlich ein Do-it-yourself, wie man sich so eine Tasche selber machen kann. Und ich finde die für den Sommer so süß, weil ich finde Wassermelonen als Motiv irgendwie total toll. Das ist so schön sommerlich und ja. Also das Wetter ist gerade nicht so sommerlich. Es regnet nämlich draußen. Also ich hoffe, das ist nicht so laut mit den Regentropfen auf meiner Scheibe. Ja, falls ja, sorry. Ja, und bevor wir anfangen, wollte ich mich nochmal bei euch allen bedanken, dass ich schon die 100 Abonnenten erreicht habe. Für mich ist das total viel. Also ich weiß, dass es für andere nicht so viel ist und dass es immer noch total viele YouTuber gibt, die viel, viel, viel mehr haben. Aber es gibt immer Leute, die mehr Abonnenten haben und ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich richtig darüber gefreut, dass ich jetzt die 100 Abonnenten erreicht habe. Und ja, dafür möchte ich mich bei euch allen bedanken und oh, das ist so toll. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Tutorial auch gleich mal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Für eine Wassermelonentasche braucht ihr einmal maigrüne Batikfarbe und einmal rote Batikfarbe. Ihr könnt natürlich auch pink und dunkelgrün oder so benutzen. Klebeband, Salz, schwarze Textilmalfarbe. Ich habe jetzt welche von Marabu genommen. Und ein Pinsel. Außerdem braucht ihr noch zwei Eimer für die Farbe und etwas, was ihr färben wollt, also zum Beispiel die Tasche. Als erstes markiert ihr mit eurem Klebeband, wo der weiße Streifen nachher sein soll. Ich habe das jetzt ungefähr so bei einem Drittel gemacht, um den grünen und roten Bereich abzutrennen. Und das gleiche wiederholt ihr auf der Rückseite. Dann gebt ihr eine der beiden Farben in einen Eimer. Ich habe jetzt die halbe Packung von der roten Farbe gebraucht für zwei Taschen und gebt heißes Wasser dazu. Kleiner Tipp, stellt den Eimer nicht auf den Rasen, sonst verbrennt er nämlich und dann sind eure Eltern sauer auf euch. Dann gebt ihr noch ein bisschen Salz dazu und verrührt das Ganze. Danach tunkt ihr eure Tasche bis zu dem Markierungsstreifen da rein. Ihr könnt euch auch Handschuhe anziehen, falls ihr keine roten Hände bekommen wollt. Und das Ganze dann mit Wäscheklammern am Eimer fixieren, damit die Tasche beim Färben nicht in den Eimer rutscht aus Versehen. Wenn das Ganze dann ungefähr eine Viertelstunde lang in dem Farbbad war, dann bringt ihr einfach eure Tasche ein bisschen aus. Und ich habe jetzt den zweiten Eimer benutzt, um das in die Küche zur Spüle zu transportieren. Und dann spült ihr mit kaltem Wasser alle überschüssige Farbe aus. Und zwar müsst ihr das so lange machen, bis das Wasser klar ist, was da unten rauskommt. Ich habe es leider nicht gründlich genug gemacht und dann hat das nachher beim Bügeln ein bisschen abgefärbt. Dann wiederholt ihr das Ganze mit der grünen Farbe. Und wenn das dann alles trocken und ausgewaschen ist, könnt ihr das zum Trocknen draußen aufhängen. Wenn eure Tasche getrocknet ist, dann malt ihr mit der schwarzen Textilmalfarbe und dem Pinsel einfach so kleine tropfenförmige, halt so Wassermelonensamen auf den roten Bereich eurer Tasche. Und wenn das alles getrocknet ist und ihr das von beiden Seiten gemacht habt, dann legt ihr am besten Geschirrhandtücher über eure Tasche und bügelt das Ganze. Man sieht bei meinem Handtuch jetzt unten auch schon, dass es etwas rot abgefärbt hat, also wascht die Farbe sehr, sehr gründlich aus. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Ich verlinke euch dann nämlich jetzt in meiner Endcard auch nochmal zwei andere Videos. Ich weiß nie, ob meine Finger mit im Bild sind. Ja, egal. Auf jeden Fall verlinke ich euch da noch zwei andere Videos. Und ja, ich brauche das ja eigentlich nicht jedes Mal sagen, aber ich sage es trotzdem. Ich würde mich natürlich über Kommentare, Bewertungen, neue Abonnenten und so weiter freuen. Und noch was ganz Wichtiges, falls ihr noch Videowünsche habt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich möchte ja auch Videos machen, die euch interessieren und die ihr gern von mir sehen wollt. Also falls es irgendwelche Tags oder Do-it-yourself-Sachen oder keine Ahnung, irgendwas gibt, was ihr gerne von mir sehen würdet, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Das würde mich auch sehr freuen, wenn ich einfach wüsste, was euch so am meisten interessiert. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss!